Thema Corona. Da hat das Kabinett heute die erste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung zur Kenntnis genommen. Das alles basiert auf der Überzeugung der Bundesregierung, dass die Betriebe, die Arbeitsstätten, wo sich tagtäglich Millionen Menschen begegnen, aufeinandertreffen, weiter einbezogen sein müssen im Kampf gegen die Pandemie. Mit der Änderung werden die Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz über den 10. September hinaus verlängert und an die derzeit wieder steigenden Infektionszahlen angepasst. Interessant und wichtig ist, dass Arbeitgeber, das praktizieren heute viele schon, ihre Beschäftigten dabei unterstützen sollen, Impfangebote anzunehmen. Und diese Unterstützung kann zum Beispiel über Angebote von Betriebsärzten gehen. Das kann aber auch eben die Freistellung von Beschäftigten sein, damit sie Impfangebote wahrnehmen können. Bewährte Maßnahmen des Corona-Arbeitsschutzes werden beibehalten, also die Pflicht für Arbeitgeber, Beschäftigten, die in Präsenz arbeiten, zweimal die Woche einen Test anzubieten. Außerdem bleiben die Arbeitgeber verpflichtet, über die Gefährdungsbeurteilung und entsprechende Anpassungen des betrieblichen Hygienekonzepts ihre Beschäftigten bestmöglich zu schützen. Diese aktualisierte Verordnung tritt nun am 10. September in Kraft und sie wird bis zum Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gelten, längstens bis zum 24. November 2021. Es gibt Aufregung um die Frage, ob Arbeitgeber den Impfstatus der Beschäftigten erfragen dürfen oder nicht. In der Verordnung des Ministers wird das mit Nein beantwortet. Gibt es Überlegungen, daran etwas zu ändern? Ja, danke für die Frage. Sie haben ganz richtig erwähnt, dass das Arbeitsrecht keine Rechtsgrundlage bietet, dass ein Arbeitgeber den Impfstatus eines Beschäftigten erfahren darf. Das geht dort nicht. Das hat der Minister heute auch noch einmal betont. Da geht es um Datenschutz, um die informationelle Selbstbestimmung. Er hat aber auch gesagt, dass er für pragmatische Lösungen ist. Und so ist es etwa möglich, im Infektionsschutzgesetz eine entsprechende Lösung zu finden. Hier sind wir auch innerhalb der Bundesregierung im Gespräch. Letztendlich wäre das aber eine Angelegenheit der Koalitionsfraktion, weil eine solche Änderung letztendlich vom Gesetzgeber, also vom Deutschen Bundestag, beschlossen werden müsste.